Zypern. Für die meisten Europäer vor allem ein Urlaubsziel. Doch durch die Nähe zum Nahen Osten spielt jetzt auch der Krieg in Gaza eine wichtige Rolle auf der Insel. Nach den Angriffen der Hamas im Oktober 2023 suchten viele Israelis Zuflucht im nur 400 Kilometer entfernten Zypern. Wie alle Juden wollen sie nicht weggehen, sondern in der Nähe bleiben. Sie wissen, dass sie innerhalb einer Stunde wieder zu Hause sein können. Ich glaube, deshalb war Zypern für diese Familien ein so beliebtes Ziel. Zugleich haben sich auf Zypern Palästinenserinnen und Palästinenser zusammengeschlossen und fordern regelmäßig einen Waffenstillstand in Gaza. Es fühlt sich furchtbar an, dass wir immer noch demonstrieren müssen. Aber es ist wichtig, aufzustehen und auf die Straße zu gehen. Zahlreiche Zyprioten beteiligen sich derweil daran, von der Hafenstadt Larnaka aus Hilfsgüter nach Gaza zu verschiffen. Wir Zyprioten haben in unserem Land selbst miterlebt, was Krieg bedeutet. Wir können die Situation einer Zivilbevölkerung, die unter dem Krieg leidet, sehr gut nachvollziehen. Rabbi Aretseev Raskin ist schon vor 20 Jahren aus Jerusalem nach Zypern gekommen, um hier eine jüdische Gemeinde zu gründen. Damals lebten lediglich 80 jüdische Familien über die Insel verteilt. Inzwischen ist die Gemeinschaft auf etwa 3000 Menschen angewachsen. Zu ihnen gehören sowohl orthodoxe als auch säkulare Juden. Das Schabbathaus in Larnaka war im vergangenen Herbst und Winter besonders wichtig. Since 7 Oktober. Nach dem 7. Oktober hatten viele Menschen aus Israel mit Traumata und gesundheitlichen Problemen zu kämpfen. Ich hatte das Gefühl, dass sie woanders hin müssen, um den Kopf frei zu kriegen. Aber gleichzeitig wollen sie, wie jeder Jude, in der Nähe bleiben, um schnell nach Hause zurückkehren zu können. Deshalb ist Zypern für diese Familien ein attraktives Ziel. Cyprus became a very strong destination for those families. Inzwischen sind die meisten Familien, die im Oktober 2023 gekommen sind, wieder nach Israel zurückgekehrt. Dennoch werden in Larnaka weiter Spenden für Betroffene gesammelt. Einer von ihnen hat gerade seinen Bruder, einen Soldaten der israelischen Streitkräfte, im Krieg verloren. Das ist in Gaza. Ein paar Tage davor. Zoom mal rein. Wie alt war er? 19? Nächsten Dienstag wäre er 23 geworden. Die Erinnerungen an den jungen Soldaten sind sehr lebendig. Das war ein paar Tage davor. Ja, das ist er. Am Tag, bevor er starb. Er ging nach Gaza, um gegen die Terroristen zu kämpfen, die uns am 7. Oktober angegriffen haben. Es war richtig, dorthin zu gehen, um sie zu stoppen, damit sie es nicht wieder tun. Er ging, er starb. Er starb, um unser Recht, in Israel zu leben, zu wahren. Um die jüdische Nation am Leben zu erhalten. Er hat alles für uns verloren. Und unsere Aufgabe ist es, ihn in Erinnerung zu behalten und ihm dafür zu danken. Nichts anderes. Ani Mashiach, 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 Ani Mashiach,
Autostunde südwestlich, Limassol. Hier hat eine kleine, aber stetig wachsende palästinensische Gemeinschaft Heimat gefunden. Jafra Abu Suluf lebt seit 5 Jahren auf Zypern. Die palästinensische Fotografin ist in der israelischen Stadt Haifa aufgewachsen und hat einen israelischen Pass. Ihr Alltag änderte sich radikal, als nach dem 7. Oktober der Krieg zwischen Israel und der Hamas begann. Sie trat der Gruppe United for Palestine bei und lernte dort Wasim kennen, der gerade das Café Kufir eröffnet hat. Erzähl ihm von den Demonstrationen. Ich weiß nicht, ob er kommen kann. Es könnte schwierig für ihn sein. Wir geben ihm die Nachricht weiter. Wer kommen kann, der kommt. Muhammad kommt, er trägt eine Fahne, die eine Tonne wiegt. Okay, könntest du ihm von der Freitagsdemo erzählen? Ja, und auch vom Falafel-Essen am Samstag. Ich habe es ihm nicht gesagt, weil er meinte, er würde nicht nach Larnaca kommen. Auf gewisse Weise hat uns dieser Krieg zusammengebracht. Davor kannte ich hier eigentlich keine Palästinenser. Ich fühle mich sehr glücklich und erleichtert, wenn ich hierher komme, weil ich weiß, dass ich nicht allein bin. Es gibt mehr Menschen wie mich, die über Dinge nachdenken und aktiv werden. Und wir arbeiten nicht allein. Wir sind zusammen. Die Gruppe United for Palestine wurde als Reaktion auf die israelische Militäroffensive in Gaza gegründet. Ihr gehören hauptsächlich Palästinenserinnen und Palästinenser an. Es gibt aber auch einige zypriotische Mitglieder. Ich würde sagen, dass das Bewusstsein unter den Zyprioten auf jeden Fall steigt. Die Leute sprechen mehr darüber. Neulich in einem Meeting bei der Arbeit haben alle darüber gesprochen, was in Rafah passiert ist. Alle haben über Palästina geredet. Das war vor 3 oder 4 Monaten noch nicht so. Das macht mir Hoffnung. Tschüss. Vielen Dank. Thanks. Das ist für dich, Nadine. Der Fächer. This is yours, the fan. It's here. Er liegt hier. Jafra lebt schon seit Jahren auf Zypern. Sie erlebt immer wieder, wie wenig die Zyprioten über Palästina und den Konflikt mit Israel wissen. Auch um aufzuklären und Missverständnisse auszuräumen, hat Wasim das Café gegründet. Doch der Start war nicht leicht. Ein paar besorgte Menschen kamen zu uns und haben gefragt, ob wir etwas unterstützen, das gegen europäische Werte verstößt. Not according to the European frameworks. Wir haben gelächelt und gesagt, dass dieses Projekt friedlich ist und auf einem rechtmäßigen Kampf beruht und dass die Informationen, die wir hier vermitteln und die Produkte, die wir anbieten, legal und ein Teil des palästinensischen Erbes sind. Zypern gehört politisch zur Europäischen Union, geografisch aber zum Nahen Osten. Israel und Gaza sind nur rund 400 Kilometer entfernt. Das macht die Lage hier besonders. Larnaca ist nach Nikosia und Limassol die drittgrößte Stadt Zyperns mit einem sehr wichtigen Hafen. Im März 2024 hat man begonnen, von hier aus Hilfsgüter in den Gazastreifen zu verschiffen, um dort die Zivilbevölkerung zu unterstützen. Chrysilios Chrysiliou ist für die Überprüfung der humanitären Hilfsgüter im Hafen zuständig. Das können Lebensmittel sein, aber auch Medikamente. Dimitri, alles gut? Alles unter Kontrolle? Alles unter Kontrolle. Ich gehe jetzt rein und schaue nach. Wir sehen uns gleich. Wir sind stolz darauf, dass wir mit dieser großen und sehr wichtigen humanitären Aufgabe betraut worden sind. Ourselves Cypriots having experienced
Wir Zyprioten haben die Folgen eines Krieges in unserem Land und das Leiden selbst miterlebt und können uns in die Situation einer Zivilbevölkerung hineinversetzen, die unter dem Krieg leidet. Anfangs transportierten auch NGOs wie World Central Kitchen ihre Hilfslieferungen von Larnaca nach Gaza. Doch seit einiger Zeit kontrolliert das US-Militär federführend die Hilfsoperationen im Hafen. Ein Moment. Jakob, bis wann arbeitest du? Bis 7? Von 9 bis 6 ist das Scannen. Das ist derselbe Ablauf, oder? Ja, genau. Sie gehen einfach hinein. Die Arbeit im Hafen läuft rund um die Uhr. Die Hilfsgüter werden angeliefert und aus Sicherheitsgründen gescannt, dann auf Schiffe umgeladen und zu einer Plattform vor der Küste von Gaza transportiert. Für Chrysilios bedeutet das viele Überstunden. Ich habe einen 14-jährigen Sohn, der in einem Monat 15 wird. Ich bin alleinerziehender Vater und er ist oft allein zu Hause. Aber er versteht, wie wichtig die Mission ist. Das ist nicht nur etwas für die Erwachsenen. Die junge Generation muss verstehen, dass diese Aufgabe multinational, vielschichtig und schwierig ist. Which is multinational, multifaceted, difficult, and we should all be gathering. Und wir alle zusammen sollten Mitmenschen in Not helfen. In suffering. Tausende Tonnen Hilfsgüter werden über Zypern an die Anlegestelle vor Gaza geliefert. Doch die Bevölkerung dort bräuchte noch viel mehr. Chrysilios zeigt einem zypriotischen Regierungsvertreter, wie das US-Militär die Lieferungen organisiert. Und liefern sie rechtzeitig? Sie liefern, definitiv. Zwar nicht so viel, wie ich wollte, aber sie liefern. Lassen Sie die Pakete in der Sonne am Strand liegen? Die Verteilung der gelieferten Hilfsgüter im Gazastreifen wird oft verzögert, weil unter anderem israelische Genehmigungen fehlen. Das sorgt auch hier in Larnaca für Unmut. Am anderen Ende der Stadt bereitet sich die jüdische Gemeinde auf Shavuot vor, das Fest zur Verkündung der 10 Gebote am Berg Sinai. Feierlichkeiten stärken den Zusammenhalt. Rabbi Raskin kümmert sich darum, dass alle dabei sind. Schick ihnen die Nachricht, Shavuot ist Mittwoch, ja? Dienstagabend wird gefeiert, ja? Ja, genau. Mittwoch um 11 Uhr lesen wir hier die 10 Gebote. Aber da bin ich in Portugal. Warte, ich erzähle es dir gerade. In der Synagoge. Und am Nachmittag um 17.30 Uhr essen wir Käsekuchen. Da bist du immer noch in Portugal? Bis Donnerstag. Allein oder mit der Familie? Allein. Also die Familie, die Frau und die Kinder sollen kommen. Koschere Verpflegung ist auf Zypern keine Selbstverständlichkeit. Dass es sie überhaupt gibt, war im letzten Herbst ein Glücksfall. Nach dem 7. Oktober, als so viele Flüge von Tel Aviv nach Larnaca gingen und wir Tausende von Menschen hier hatten, waren wir sehr gut vorbereitet. Wir haben einfach Kühlschränke und Lagerräume geöffnet. Es war wunderschön. Wir sind sehr froh, dass wir das geschafft haben. Auch wenn bei der Versorgung mit den Spezialitäten für Shavuot noch nicht alles glatt läuft. Für den Feiertag erwarten wir viele Leute. Sehr schön. Ja. Und das ist die Challah schon für den Feiertag? Für den Feiertag, ja. Für morgen Abend, Shavuot. Ich denke, es ist zu früh. Der Feiertag ist morgen. Aber Sie haben heute geliefert. Du solltest ihnen sagen, dass wir für morgen frische Challah brauchen. Ganz im Ernst, es ist ein zweitägiger Feiertag. Es wird nicht so lange halten. Die Leute wollen morgen frisches Challah haben. Wenn wir kein frisches Challah haben, was machen wir dann? Abgesehen von den Vorbereitungen für Shavuot beschäftigt Raskin der Bau eines neuen Kindergartens. Er möchte jüdisches Leben auf Zypern stärken, aber auch auf neue Notlagen vorbereitet sein. Nach den Hamas-Angriffen im letzten Herbst betreute Raskin mit seiner Gemeinde in Larnaca etwa 1.000 Israelis,
viele davon Kinder im Schulalter. Nach dem 7. Oktober kamen viele jüdische Familien aus Israel nach Zypern. Und wir eröffneten sofort Schulen für den Übergang. Wir haben sie unterstützt, bis die meisten von ihnen Gott sei Dank wieder sicher nach Israel zurückgekehrt sind. Es war ein großes Geschenk für die Kinder, die traumatisiert in ein anderes Land kamen. Für 2 oder 3 Monate konnten sie in Ruhe zur Schule gehen, sich wohlfühlen, ihre Ausbildung fortsetzen und dann gestärkt zurückkehren. Dort werden wir den Eingang und Parkplätze für den Leiter und die Erzieher haben. Wir brauchen hier 6 Parkplätze. Auf der anderen Seite ist der Eingang für den Kindergarten und die Krippe. Also gut, hier können wir vorerst 167 jüdische Kinder unterbringen, so Gott will. Und wir hoffen, dass dieser Ort schon bald zu klein sein wird. Jeden Sonntag besucht der Hafenkoordinator Krysilios mit seinem Sohn Markus die griechisch-orthodoxe Kirche. Sie sind mit der örtlichen Gemeinde eng verbunden, besonders mit Theodosis, dem Priester. Ihre Gespräche drehen sich oft um die angespannte Lage im Nahen Osten. Vater, diese Bemühungen, die wir als Republik Zypern unternehmen, um Hilfe nach Gaza zu schicken. Es erinnert uns daran, was die Völker 1974 für uns getan haben, als wir Flüchtlinge waren und verschiedene Länder uns Hilfe schickten. Damals, als die Türken in unser Land kamen und die Hälfte der Insel einnahmen, die sie bis heute noch besetzen. Das ist alles sehr traurig und erinnert an diese Vergangenheit. Vor 50 Jahren war ich 9 Jahre alt. Heute bin ich 59 Jahre alt und ich sehe, dass sich das alles genauso wiederholt. Krysilios und Markus sind eingeladen zum Mittagessen. Im Mittelpunkt der Gespräche steht auch hier die Rolle Zyperns im Gazakrieg. Diese Hilfsmission, Vater, es sieht einfach aus, ist aber sehr komplex. Und dieser Prozess läuft rund um die Uhr. Er hält nicht an, um die Deadline einzuhalten. Und es geht eine Menge, aber egal wie viel wir schicken, es ist nicht genug. Es ist nie genug. Über wie viele Menschen reden wir hier? Über Millionen, oder? Wir reden von Millionen. Dass so viele in Gaza Hunger leiden, geht den Menschen auf Zypern nahe. Dein Segen, Vater. Danke, mach's gut. Hör auf deinen Vater und sei gehorsam. Und dann schick mir eine Nachricht. Hast du das gehört? Es ist brütend heiß, 40 Grad. Trotzdem fährt Jafra von Limassol nach Larnaca, um an der wöchentlichen Demonstration von United for Palestine teilzunehmen. Wasim und Jamal vom Kufir Café sind wieder dabei, so wie viele andere. Der Protest braucht einen langen Atem. Denn ein Ende des Krieges in Gaza ist nicht in Sicht. Es ist furchtbar, dass man nach 8 Monaten immer noch demonstrieren muss. Keiner von uns hat gedacht, dass es sich so lange hinzieht. Wir dachten, das Ganze wäre in ein paar Monaten durch und der weltweite Druck auf Israel würde es beenden. Aber dieses Mal hält sie nichts auf. Deshalb ist es schrecklich, dass wir immer noch protestieren müssen. Aber es ist wichtig, da zu sein, aufzustehen und auf die Straße zu gehen.
Die Zyprioten sind nicht so interessiert. Aber das ist mehr als nichts. Ja, aber das ist nicht genug. Ganz Zypern muss hier sein. Es stehen wohl nicht alle hinter uns. Knapp 150 Menschen ziehen durch die Innenstadt. Die einheimischen Zyprioten sind diese abendlichen Proteste schon gewöhnt. Nur einige Touristen schauen interessiert zu. Der Krieg hatte auch persönliche Folgen in Jafras Familie in Israel. Sie sind palästinensische Drusen. Damit ist Jafras jüngerer Bruder Abu wehrpflichtig. Er verweigerte aber den Kriegsdienst. Er wurde verhaftet, als er versuchte, mich zu besuchen. Er hatte also einen Befehl, das Land nicht zu verlassen. Er saß 44 Tage im Militärgefängnis und ist gestern endlich freigekommen. Der Militärdienst ist zwar ab 18 Jahren Pflicht, aber Abu wurde erst kürzlich mit der Eskalation des Krieges in Gaza einberufen. Irgendwie bin ich erleichtert, dass es erst jetzt passiert ist. Er war reif und selbstbewusst genug, um im Gefängnis zurechtzukommen. Wir sind sehr stolz auf ihn und froh über seine Entlassung. Unterdessen macht sich im Hafen von Larnaka Ernüchterung breit. Auch Chrysilios ist frustriert. Wie so oft ist die Anlegestelle vor Gaza aufgrund des schlechten Wetters in Reparatur. Seit dem Beginn der Hilfsaktionen gab es wöchentliche Unterbrechungen. Aber auch wenn die Hilfsoperationen laufen, gibt es viel Reibung. Der humanitäre Korridor wird hauptsächlich von den Militärs der USA, Zyperns und Israels kontrolliert. Die größte Herausforderung ist die Koordination. Wir müssen uns mit dem militärischen Personal abstimmen. Nichts gegen das Militär, aber es hat seine eigene Sprache, seine eigene Vorgehensweise. Auf der anderen Seite müssen wir uns mit dem einheimischen Zivilpersonal absprechen. Es sind zwei Sprachen. Wir sprechen Griechisch, Sie Englisch. Wir müssen eine bestimmte Anzahl von Paletten in einer bestimmten Zeit verladen. Sie sagen, lasst uns 24 Stunden arbeiten. Aber das geht bei uns nicht einfach so. Es erfordert Geduld und viel Kommunikation mit allen. In normalen Zeiten sichert der Hafen von Larnaka die Versorgung der Insel mit Gütern wie Getreide, Eisen und Autos. Für die Einrichtung des humanitären Korridors musste viel Überzeugungsarbeit geleistet werden, erinnert sich Chrysilios. Wir haben uns hingesetzt und den Kunden im Gespräch erklärt, dass in dieser Notlage jeder seinen Beitrag leisten muss. Sie haben schließlich die Priorität der Situation in Gaza akzeptiert. Na klar. Und dann? Im Juni werden die Operationen im Hafen von Larnaka bis auf Weiteres eingestellt. Ein Schlag für Chrysilios und sein Team. Ihnen bleibt im Moment nur, auf neue Entscheidungen zu warten. Rabbi Raskin hat Grund zur Freude. Am Vortag wurden 4 israelische Geiseln befreit, die am 7. Oktober auf dem Nova Musikfestival entführt wurden. Da an Schabbat die Benutzung elektronischer Geräte verboten ist, erreichte die Nachricht die Gemeinde erst mit Verzögerung.
Gestern, am Schabbat, saßen wir alle da und waren ahnungslos. Wir wussten nichts von der großartigen Nachricht aus Israel. Aber alle sind spontan aufgestanden, haben getanzt und gesungen. Wir saßen alle am Schabbattisch und es war unglaublich. Die Aufregung, die im Raum zu spüren war. Es war genau wie am 7. Oktober. Wir hatten keine Telefone. Ich weiß noch, wie ich hier draußen in der Sukkah saß und wir die Torahstunde hatten. Und einer kam rein und sagte, hast du gehört, was passiert ist? Ein anderer hat es von Nachbarn gehört und langsam, langsam haben wir verstanden, was los war. Die guten Nachrichten sollten uns genauso erreichen. Wir kommen auch ohne Telefon gut zurecht. Das ist Noah Argamani. Zum Krieg in Gaza hat der Oberrabbiner eine klare Meinung. Es wird keinen Waffenstillstand geben, solange die 118 israelischen Geiseln nicht heimkehren. Und wir weiterhin von allen Seiten von Terror bedroht sind. Wir werden im Namen Gottes kämpfen und beten, während die Armee ihre Arbeit macht. Ich bin mir sicher, dass wir sehr bald Ergebnisse sehen werden. Weiter, weiter, gut so. Ja, prima. Demokratien sollten ihren Bürgern ein friedliches Leben und ihren Kindern ein Aufwachsen in Frieden ermöglichen. Peaceful. Israels Bombardierungen und die Invasion des Gazastreifens im Jahr 2023 haben Tausende von Palästinensern das Leben gekostet und unzählige Menschen vertrieben. Während die Befreiung der Geiseln am Tag zuvor von der jüdischen Gemeinde bejubelt wird, betrauert Jafra die 200 palästinensischen Zivilisten, die dabei gestorben sind. Alle konzentrieren sich auf die vier Geiseln, die freigelassen wurden. Aber sie reden nicht darüber, wie sie freigekommen sind und wie viele Menschen dafür getötet wurden. Ich war sauer, ich war wütend, ich war traurig, dass sowas schon wieder passiert ist. Jafra ist als Palästinenserin in Israel aufgewachsen. Als sie als junge Lehrerin die Geschichte Palästinas im Unterricht thematisierte, erhielt sie Drohungen. Sie zog die Reißleine und verließ das Land. Wir haben Haifa, unsere Heimat, nicht wirklich freiwillig verlassen. Aber wir glauben, dass wir nicht weiter dort leben können. Es fühlt sich so weit weg an. Aber es ist so nah. Jafras Bruder Abu Wad wird nach seiner Freilassung aus dem Gefängnis bald mit seiner Familie zu Besuch nach Zypern kommen. Jafra ist voll freudiger Erwartung. Was gibt's Neues? Was? Wann kommt ihr an? Wir werden voraussichtlich am... Wir werden am Donnerstag ankommen. Mama, um wie viel Uhr kommen wir am Donnerstag an? Am Donnerstag kommen wir um 16.10 Uhr in Larnaca an. Nehmt ihr ein Auto vom Flughafen? Ja, genau. Okay. Wir sehen uns dann am Donnerstag. Okay. Bye. Yeah, I think our first. Bei unserem ersten Protest sagte jemand, es ist nur 400 Kilometer von hier entfernt, was in Gaza passiert. Warum gehen nicht alle Zyprioten auf die Straße, um gegen das massenhafte Töten zu protestieren? Plötzlich kam diese Theorie auf. Es gab in den letzten Tagen, besonders in zypriotischen Hafenstädten wie Limassol und Paphos, viel Staub in der Luft. Viele Leute vermuteten, dass der Staub von den Bomben in Gaza stammen könnte. Ich weiß nicht, ob das stimmt. Aber wenn man bedenkt, wie nah es ist, ich würde mal sagen, wenn man genau hinhört, kann man die Bomben ja sogar hören. Für Jafra ist Zypern die neue Heimat im Exil.
Zugleich wächst die Bedeutung der Insel als Verbindungsglied zwischen der EU und dem Nahen Osten. Solange der Krieg in Gaza nicht beendet ist, werden die Konflikte auch auf Zypern spürbar bleiben.